Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Atomic Heart Let's Play. Wir fangen an, dieses Game zu zocken. Wir haben jetzt schon ein bisschen was vom Intro gesehen. Es geht aber noch auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, bleibt dran, schaut, was hier abgeht. Wir laufen jetzt einfach mal in Richtung Ziel und werden hier auf dem Weg uns alles anschauen, was es hier zu sehen gibt. Oh, was gibt's hier? Macht euch keine Gedanken, verbindet euren Gedanken. Okay, was kann ich hier machen? Ach, guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Nein, danke, ich sehe mich nur um. Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommen kannst? Ich helfe dir bei der Wahl des richtigen Geräts. Sogar passend zur Augenfarbe. Hey, wie wär's mit einem Modell in Pflaumenlila? Du bist doch polymerisiert, oder? Selbstverständlich. Aber sollten diese Geräte nicht erst ab Montag verkauft werden? Korrekt, Genosse. Aber deiner Uniform nachzuschließen, bist du schon jetzt berechtigt, deinen Gedanken-Neurokonnektor zu aktivieren. Derzeit funktioniert das Gerät nur als persönliches Telefon und Lichtquelle. Doch so können sich Benutzer bereits daran gewöhnen, es auf dem Kopf zu tragen. Und es ist kostenlos? Aber natürlich. Darf ich dich verbinden? Okay. Machen wir das mal. Na dann. Das Tempo des technologischen Fortschritts ist atemberaubend. Nun sind uns keinerlei Grenzen mehr. Kleines niedliches Ding. Oh, das ist komisch. Ich kann nicht auf deine biometrischen Daten zugreifen. Vielleicht ist das irgendein Defekt? Tut mir wirklich leid. Ach, mach dir nichts draus. Ich hab's ohnehin nicht so mit Schmuck. Bis dann. Ich bitte um Entschuldigung. Schönen Tag noch. Hey, versuch's, Sancho. Ich hab das Gefühl, dass du nützlicher als dieses komische Ding auf meiner Stirn sein wirst. Du sollst dir was ganz Besonderes sein. Das wirst du noch früh genug sehen. Aber meine korrekte Anrede lautet Schwarz. Das charakteristische Lamp- und Erfassungssystem. Was gibt's hier? Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz? Hm. Ja, drück mal die Eins. Also, was geht denn gerade so ab bei der Biologie? Alles, Genosse, nur um ein Beispiel zu nennen. Unsere Wissenschaftler haben einen experimentellen Vitaminkomplex entwickelt, der die Lebenserwartung der Sowjetbürger auf 100 bis 150 Jahre steigern könnte. Puh, das ist eine verdammt lange Zeit. Okay, ich glaube, mehr gibt's also, hier für ich mich werde nicht. Deine Zeit nicht länger beanspruchen. Mach's gut. Eine Zeitung? Was zur Hölle soll ich denn damit? Dir ist vielleicht entgangen, dass Zeitungen eine Informationsquelle sind. Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Schlauer wirst du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Benutz das Menü deines Handschuhs. Pff, mieser Penner. Menü des Handschuhs. Hier kann ich zoomen. Ach so, ich soll erstmal zur Parade, aber ich möchte mich ja noch ein bisschen umschauen, bevor ich da hingehe. Die Roboter sehen ja cool aus. Gibt es hier noch was, bevor ich woanders hingehe? Weiter nichts. Der Roboter ist eben der beste Freund des Menschen. Interessant. Ja.
viele Menschen hier unterwegs, die hier rumstehen und labern. Dieser Roboter hat's voll drauf. Oh, so ein okay. Schöner. Hier komme ich jetzt nicht durch. Zu dieser Parade muss ich auf jeden Fall. Aber wir kommen ja auf den Weg noch an andere Orte vorbei. Hoffe ich mal. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. In der Tat. So. Ich glaube, da vorne gibt es noch was zum Anschauen. Hier gibt es noch was zum Anschauen. Hier steht auch noch was da. Wie kann ich mir hier die Übersetzung anschauen? Aha. Genosse Sechenov entwickelte die Polymere, ein Wunder der Wissenschaft, das den zukünftigen Weg der Menschheit nicht nur in einer Sowjetunion bestimmt. Okay, also das können wir hier alles lesen. Ein Schlüsselmonument in der Geschichte der Wissenschaft und Technik. Die Geistesgrößen der Sowjetunion, jede von ihnen ein herausragender Wissenschaftler, darunter die Genossen Wawilow, Saratschow und Koreljow, Kurchatow, Lebedev, Pavlov, Sichenov, Filomonenko und Chelomai vereinen ihre Kräfte, um eine Gruppe zu gründen, die die Grundlagen für verblüffende wissenschaftliche und technologische Fortschritte in der UdSSR und darüber hinaus schafft. Du hast im Krieg gekämpft, Genosse Major. Hast du dich gerade an etwas erinnert? Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Seit meiner Verletzung ist mein Gedächtnis im Eimer. Als würde etwas in meinem Kopf stecken, aber ich weiß nicht was. Schöne Scheiße, Mann. Verdammt. Die Genossen Sechenov und Filomonenko entwickeln die erste polymerbasierte Wasserstoffzelle der Sowjetunion, aber ab diesem Zeitpunkt gewinnt die Zukunft der sowjetischen Robotik weltweit an Wichtigkeit. Aber jetzt wieder ein längerer Text. Nachdem das Dritte Reich erkannt hat, dass sein Untergang unvermeidlich sein würde, holt es zu einem furchtbaren, schändlichen und abscheulichen letzten Schlag aus, indem es ein tödliches Virus namens Braune Pest auf die freie Welt loslässt. Die Krankheit tötet mit unfassbarer Geschwindigkeit. Es gibt keine Rettung vor der verheerenden Pandemie und vorhandene Medikamente erweisen sich als unwirksam. Der Krieg forderte die Leben von 10 Millionen Sowjetbürgern und danach riss die braune Pest 150 Millionen weiterer unserer Genossen in den Tod. Obwohl sie von uns gegangen sind, werden sie niemals in Vergessenheit geraten, sondern in unserer Erinnerung ewig leben. Oh, ist das viel, was es hier zu lesen gibt. Okay, hier ist nichts. Ja, hier sind noch Sachen. Hier steht noch was. Kommt die Übersetzung jetzt. In der Sowjetunion beginnt ein staatlich gefördertes weltweites Programm zur industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Der Stolz der Sowjetwissenschaft wird gegründet. Anlage 3826, der Höhepunkt des Fortschritts, in der die größten Wissenschaftler der Welt ihre Heimstatt finden. In Anlage 3826 erfolgt der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv 1.0. Das erste globale Netzwerk der Welt vereint die größten Errungenschaften der Menschheit. Ein unglaublicher wissenschaftlicher Durchbruch
für die Sowjetunion. Der Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin fliegt als erster Mensch ins All. Okay, das ist jetzt das, was hier so alles gestanden hat in diesem museumshaftigen Abschnitt hier, wo man ein bisschen was aus der Geschichte erfahren kann. Wirklich beeindruckend. So, ich glaube, jetzt gehen wir langsam in Richtung... Achso, wir sollen... wir gehen jetzt in Richtung zum Labor, steht da. Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt, die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich! Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Genosse Sechenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Okay. Interessant. Jetzt nehmen wir die Kapsel auf und was passiert? Wir bekommen wahrscheinlich so eine Art Injektion. Der Handschuh ist mal mega, ey. Hast jetzt deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Siehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger, die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Scanner, L alt. Okay, links alt. Okay. Ach hier, okay. Hinfort, Dämon! Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Verlasse das Labor, was zeigt mir jetzt nicht an, was das hier alles ist, wenn ich es scanne. Ich kann ja wahrscheinlich gar nichts finden jetzt. Irgendwelche Loot-Gegenstände oder sowas. Glaube ich nicht, dass es hier da schon irgendwas gibt. Irgendwelche Sachen, die ich jetzt hier im Spiel brauche, gibt es hier noch gar nicht. Hier wird ein Roboter gebaut. Nö, sieht interessant aus, das Labor, aber weiter gibt es jetzt hier nichts. Genossen, in Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Sechenov, dem Generaldirektor von Anlage 3826. Okay. Über die Brücke. Oh, da sind noch viele Roboter unterwegs. Gut,
Guten Tag, Genossen. Ich bin Dmitri Sechenov und das ist Anlage 3826. Ein herzliches Willkommen in eurer Zukunft. Die Massen an Robotern, du Heilige. Ich bin heute Beginn des größten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Nur ein Mensch. Trennt uns noch von einem unglaublichen Augenblick in unserer Evolution. Okay, hier geht's rum. Der Welt, kein Augenblick in Veränderung. Wer ist süß, der Roboter hier? Nein, ich unterschreibe nicht. Aber ich glaube, der ist dann letztendlich nicht mehr so süß. Ich weiß es nicht. In den letzten Jahrzehnten. Verwandt. Melde dich am Empfang dieses Hochhauses, Genosse Major. Durch meine Erfindung der Neuropolymere und den Prozess der mimetischen Adaption können wir eine weltweite, alles umfassende Version des Netzwerks Kollektiv 2.0 in Betrieb nehmen. Wie diesen Hand. Mega. Menschen und kann ich auch irgendwie rennen? Menschen steuern allein durch die Kraft ihrer Gedanken Maschinen. Das schenkt uns endlich die Freiheit, auf lästige, unnötige Arbeit zu verzichten und uns ganz. Dann gehen wir mal da rein. Dann geht es wahrscheinlich mal ein bisschen weiter hier. Im Namen des Personals von Anlage 8. Ich würde gerne wissen, ob ich rennen kann. Aber anscheinend nicht. Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Sechenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Mega sieht das hier aus. Mega sieht das hier aus. Oh, wow. Ich bin mal beeindruckt, wie das hier aussieht. Ich liebe es hier. Egal, wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Das ist ein Aufzug, okay. Wie starte ich den? Ah, okay, er fährt von alleine los. Gedanke ersetzt jeden einzelnen Gegenstand. Das ist längst nicht alles. Euer Potenzial ist grenzenlos. Eine Fremdsprache in einer Minute lernen. An einem Tag die Quantenphysik. Alle Meisterwerke der Weltliteratur auswendig lernen? Das ist möglich, sobald euer neuraler Konnektor-Gedanke hier an eurer Schläfe installiert wurde. Sämtliche Kommunikation zwischen Gehirn und eurem persönlichen Gedankegerät wird ermöglicht über eine winzige Neuropolymer-Injektion in einem Polymerisationszentrum, wo ihr euer Gedankegerät erhaltet. In 5 Minuten, in nur 5 Minuten, werdet ihr zur Zukunft. Genosse, Bürger der großen Sowjetunion, unterziehe dich wie alle noch heute der Polymerisation. Sei Teil von Kollektiv 2.0. Lerne, wie du mit deinen Gedanken Roboter steuern und das All erkundest. Erreiche den Gipfel der Evolution. Der weltweite Start von Kollektiv. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Okay. Geht klar. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Gut, soll ich jetzt hier wieder zurück? Ach, hier komme ich gar nicht lang. Weil das sieht hier richtig cool aus mit den Flugzeugen, wie die das hier hingebaut haben. Okay, ich steige in die Turbine. Ach so, der Lift. Der fährt wieder alleine los. Sechenov hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir, Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand.
Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science-Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Zurück zum Labor. Okay. Sollen wir mit einem Auto fahren oder... Ja, hat er gesagt. Wir sollen... Er begibt sich zum Auto. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt mit einem Auto fahren. Zum Einsteigen. Okay, zwei Errungenschaften bekommen gerade. Bitte den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ja, danke. Ach so, wir werden hier einen Sender rein. Werden wir jetzt mit der Drohne transportiert? Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion... Politik, hör mir auf. Wir haben genug Gedankegeräte. Es wird keine Engpässe geben, kommentierte der Volksdeputierte Schaltschin auf die wachsende Sorge in der Stadt Osjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Schon viel besser. Beeindruckend, wenn man das jetzt mal aus der Luft sieht, den Komplex, wo wir uns eigentlich befinden. Ich sehe gerade, dass das wie so schwebende Inseln in der Luft sind. Und von der bewegen wir uns gerade weg. Wow. Und diese Drohne transportiert uns in einem Auto, was eigentlich auch fahren kann, auf dem Boden. Hast du endlich mit deiner Mission begonnen? Und es ist nicht mal eine Stunde vergangen. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Was hast du da gesagt? Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin, von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. War das eben nicht ein wenig zu viel? Nein. Warum überrascht mich diese Antwort nicht im geringsten? Weil ich keinerlei Respekt für Arschkriecher habe. Gibt es denn überhaupt jemanden, vor dem du Respekt hast? Natürlich. Ich respektiere Dr. Sechenov, weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht? Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen? Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Oder fliegende Kühe? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich habe einen Vorschlag, Major. Du konzentrierst dich auf deine Mission und ich übernehme das Denken. Halt die Klappe, Handschuh. Ich versuche zuzuhören. Gibt es hier denn etwas, das du noch nicht gesehen hast? Ich bin noch nie hier gewesen, also Ruhe. Was? Wie kann das sein? Weiß ich nicht, verdammt. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, tut mir leid. Ui. So, was geht jetzt ab? Jetzt wird's hier ganz schön nebelig. Bahnbrechenden Entdeckungen und wissenschaftlichen Errungenschaften zu arbeiten. Zu Ehren der Kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes. Okay.
Oh. Major, der Dorfer macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Was zum... Alter! Scheiße! Die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist. Du hast dein Ziel erreicht. Du befindest dich jetzt im Labor ab, wo überirdische Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Wawilow-Komplex geleiten. Okay, dann geleite mich mal. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig wurden. Oh, was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Wo sind wir jetzt? Was geht hier ab mit den Robotern? Drehen die jetzt komplett durch? Ich kann scannen. Da hinten sind Roboter, da muss ich aufpassen. Die werden wahrscheinlich ganz schön aggressiv sein. Kaputt. Auch kaputt. Bekomme ich irgendwas von denen? Nee, kein Loot. So, die sind wir losgeworden. Ach, das Schwein will ich in Ruhe lassen. F kann ich drücken. Ah, okay, ich kann doch ein bisschen was rausbekommen aus den kaputten Robotern. Irgendwelche Bauteile. Jetzt habe ich nicht genau geschaut, aber ich glaube, es waren Metallteile, die er gerade angezeigt hat. Und die anderen haben jetzt hier nichts. Hier liegt ein Kopf. Okay, hier muss ich aufpassen. Da hinten ist wieder was. Wow, was ist das hier? Heilige Scheiße! Hey, Handschuh. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Ich sehe jetzt hier auf dem Scanner jetzt nichts irgendwie. Da oben ist etwas. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Okay. Hey du, ich komme. Alles gut da drin? Was geht? Der sieht kaputt aus. Scheiße! Oh, bleib bloß weg von mir! Alter! Oh, du kennst mich mal! Verpiss dich gefälligst! Was klotzt du denn so? Du bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Das war eine böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, habe ich gemerkt. Danke für die Kein Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. So, kann ich jetzt mal die Steuerung wieder bekommen? Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Wawilow-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher.
Verdammt, eine Chilla. Verdammt nochmal, wir haben 30 Sekunden, beweg dich. 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Alter. Klapp nicht. Komm her, du Muskelpaket. Nein, 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 nein. Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, Idiot. Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nehmt dies! Fresst Scheiße und sterbt! Verdammt! Oma. Wo hast du das Ding her? Vergiss Gib es mir! Es. Du nimm mal den Schlüssel. Ich nehm das. Alter, was ist das für ein Roboter? Der sah ja krass aus. Wow. Zündet der sich eine Kippe gerade an? Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Okay, wie komme ich hier hoch? Ah, jetzt kann ich springen, okay. Jetzt kann ich springen, die ganze Zeit ging es nicht. Gibt es hier was zum Einsammeln vielleicht? Hier gibt es was zum Sammeln, was haben wir hier? Neuromed-Kapsel. Ja, ein bisschen wegen Loot schon mal schauen, ne? Ein bisschen wegen Loot schauen. Kann ich hier was looten? Bestimmt wieder Material, ne? Ja, Neuropolymer, synthetisches Material, Metallteile. Ah, hier kann ich auch noch was öffnen. Ah, genau, Loot. Mehr gibt's hier wahrscheinlich nicht hier drin in dem Raum. Aber wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Verstehe. Zum Glück zeigt mir das gerne an, wo es Loot gibt. Okay, den Raum. Ah, okay. Soll ich hier hochspringen? Aha. Hier ist auch noch ein kaputter Roboter. Ne, da kriegen wir aber nichts, da bekommen wir nichts. Hier ist auch nicht, doch hier ist was zum Looten. Okay, das soll ich nehmen. Hier ist noch was zum Sammeln. Immer schön den Loot mitnehmen. Wir brauchen die ganzen Kram in dem Spiel. Weiter ist jetzt hier nichts. Gucken wir mal weiter vor. Jetzt soll ich wahrscheinlich hier irgendwo hoch. Hier hoch. Ah, okay. Das Rad, was ich jetzt gefunden habe, ist für die große Tür. Hilfe! Lass mich hier raus! Dreh am Griff und öffne die Tür! Was zur Hölle? Halt durch, komm! Halt durch, halt durch! Alter. Leitender Roboter Alexander Jetremov möge sich bitte bei der Leitstelle melden. Okay, müssen wir aufpassen. Noch habe ich die Axt. Kann ich den Typen irgendwie retten? Wahrscheinlich kann ich den Typen nicht retten. Oh, hier gibt's Räume, wo es. Ah. Sichere Gebiete. Pausenräume sind die sicheren Zonen des Spiels. In allen dieser Räume befindet sich eine manuelle Speicherstation.
Wo kann ich den speichern? Hier? An der Telefonzelle? Speichern. So, wir haben abgespeichert. Und mehr gibt es hier drin auch wahrscheinlich gar nicht. Hier ist eine Kiste. Ist das unser Vorratslager? Ah, eine Lootkiste. Sehr schön. Es war eine Lootkiste. Mehr gibt es jetzt hier, denke ich mal, dann trotzdem nicht. Okay, die Folge war jetzt mal viel länger, weil wir jetzt erst mit dem Spiel angefangen haben, mit Atomic Heart. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr weiter dran bleibt, immer einschalten. Schaut unter meine Videobeschreibung, mein Partner Instant Gaming. Dort bekommt ihr super günstige Spiele. Schaut mal euch den Link an. Auf jeden Fall im nächsten Video wieder einschalten und Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könntet ihr mich riesig unterstützen. Bis dann, ciao.